Willkommen Leute zu Let's Play Divinity hier. Ja, letztes Mal sind wir umtransformiert zum Drachentöter, zum Drachenritter. Ja, und wir haben Level abbekommen. Und ich habe gemerkt, ich habe sehr große Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Ob ich nach links oder rechts gehe oder welche Fähigkeiten ich nehme. Naja. Oh ne, warte mal, ich mache nicht schnell speichern, ich speichere so ab. Nur mal für den Fall hier, dass der Part einfach in die Hose geht. Kann ich ja hier schon. Trümmertal. So. Auf in die Schlacht. So, hier sind ja schon die ersten Goblins. Schwarzgoblin. Oh mein Gott, ey. Achso, warte mal, wieder eine neue Fähigkeit. Oh. Oh mein Gott, was war das denn? Warte mal. Nee, das muss ich mal ein bisschen ändern. Jetzt habe ich aus Versehen hier Obst gegessen. Nein. Ach so. Fertigkeiten. Sturmangriff. Hier. So. Ah, jetzt verstehe ich das. Kartoffel. So. Wir laufen direkt hier hoch. Ja, an das erinnere ich mich, da ich das einfach direkt mal gefunden habe. Fernkampfrüstung, 3 Magierrüstung. Könnte vielleicht besser sein. Ich habe 2 Nahkampfrüstung, aber es hat noch für Edlung 2, also nehmen wir das. So, also, dann erkunden wir mal die Welt. Ich werde als erstes hier hinrennen. Da das hier so Top-Secret-Umgebung ist. Ja, tut mir leid, dass hier ein bisschen so, naja, ein bisschen doof aussieht hier die Natur, wie dieses Stein hier. Muss ich aber so einstellen. Tut mir ehrlich gesagt wirklich leid, aber naja, was kann man schon dagegen tun? Schwarzgoblin. Ey, das ist ja eine geile Fähigkeit. Na los, fall runter und stirb. Oh, komm, das packe ich doch. Ja. Für so Goblin-Herz würde ich nicht nein sagen. Deswegen. Was ist das denn? Das leuchtet. Ah, eine Goldader. Ah, da gibt's nicht nur Erz und Eisen und sowas. Oh Gott, ich bin wieder am Speicherwahn. Ja, sind schon alle Level 7 und 8. Was bin ich? Level 7. Gab's. Hier? Ich sehe nichts. Ah, jetzt sehe ich was. Oh, ich kann nicht. Ja, noch so Magier-Arsch. Oh Gott. Oh. Ich könnte jetzt einen Trank vertra- Oh Gott. Ich könnte jetzt einen Trank vertra- Ja. Und oh, zu weit. Ich glaube, das mit Obst wird nichts mehr. Komm! Ich habe nichts gegen ein paar Goblin-Herzen. Ja, die Magier sind immer so ein Problem. Die heilen ja natürlich. Ich verseuchte Goblin-Arme. Jetzt kriege ich noch Arme von den Goblins. So, jetzt bitte Vollspeed! Du kriegst keine Chance mehr zu heilen. Danke. Blödes Vieh. Oh, das sind ein bisschen viele. Besonders der Häuptling da sieht gruselig aus. Oh, meine Fresse. Haben wir uns die Fähigkeiten zu nutzen?
Uah! Ausgewichen! Zack! Wow. Bisschen vorsichtiger, bisschen vor. Oh nein, jetzt hängt der Busch im Weg. Und oh, jetzt springe ich schon wieder hier runter. Ja, noch Tails wäre, wenn ich ganz runter springe. Na los, komm her. Komm her. Wo bist du, Goblin? Ja, Goblins, ich mache euch sowas von alle. Besonders die Kleinen muss ich erstmal loswerden, bevor ich den Dicken da platt mache. Ungefähr so. Oh, ausweichen. Shit. Oh. Was hast du? Ein Kopf. Finde ich schön, sie geben so viel. Nein. Ich bin schwer verletzt. Huah. Hau ab. Oh, ich glaube, ich muss mir wirklich mal eins von diesen Tränken benutzen. Ja. Sehr geringe Popelheilung. Noch nicht. Du. Doch, kannst mich mal. Oh, so ganz knapp. Alter, du kannst mich mal hier. Dieser Depp hier, der voll beschissene Goblin. Hier ist noch Mr. Magic. Ne, sind zwei Mr. Magic. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Oh. Oh, muss ich noch mehr Heiltränke verwenden? Was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Ich glaube, es gab so eine Fähigkeit, womit man regenerieren kann. Ja, nimm Schinken. So. Es war so Speed! Noch nicht. Oh, ich bin schwer verletzt. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. So. Drecksack. Ja, ich will nicht so viele Tränke verschwenden. Das ist einfach mein Problem. So, Tränke verschwenden finde ich mal so kacke. Dafür kaufe ich lieber Tränke, als einfach sinnlos rauszuwerfen. Wir haben ja Ohrringe bekommen. Was haben wir sonst denn noch? Lebenskraft, Gewandtheit. Das ist ein Veredelungsfeld, also. So. Hier, warte mal. Veredeln. Ja, hier. Gewandtheit, so. Das ist auch noch Gewandtheit. Kann ich das da verkaufen? Nochmal speichern. Unsere. Das könnte interessant werden. Ich brauche einfach. Es gab so eine. Irgendeine Fähigkeit hier im Stammbaum, womit man einfach. Wut heilen kann und fertig. Eichen drehen. Oh, hier sind Leiche. Du hast Arme. Schön zu wissen. Ich glaube, es war eine Falle, oder? Ah, nee, doch nicht. Formel. Formel. Ja, damit. Ich speichere nochmal. Ganz langsam. Vorsichtig. Warte mal, ich will mir jetzt kurz die Höhle angucken. Aha, Ausgang zentral, Zitadellenturm, Goblindorf. Und da ist einfach ein Haufen Weg. Also da habe ich schon eben nachgeguckt, glaube ich. Oh, da liegt noch ein Minenwächter. Der hat natürlich ein bisschen Stoff dabei. Was ist hier drauf? Schmerz. Darauf war Schmerz. Ach komm, das überlebe ich. Das ist nur ein Kratzer. Komm her! Na komm, sein feines Skelett. Na, ganz feiner bist du! Ja, das hat es. Oh Gott. Ja, ich muss unbedingt drauf treten. Los, überlebe ich. Ich bin so einer, ey. Los, überlebe ich. Krieg keinen Kratzer. Nicht unsterblich.
Leichter Nachtjäger, hä? Alter, Intelligenz. Ich glaube, sollte das besser verteilen. Wird das auch wirklich auf den Krieger auswirken. Noch eine Leiche. Leichte Handachs, kann ich sowieso nichts. Der hat nichts. Grenze Vergiftung. Jungfraublüte. Geld. Schalter. Mal gucken, ob es das hier lohnt. Gegenstand für meine Sammlung. Nein. Definitiv nicht. Also sind wohl nicht alle Schalter negativ. Die eine hat uns gerade in die Kiste gezaubert. Ist mir nur zu Interesse. 5 bis 8, 3 bis 5, 10 bis 12. 1 bis 3. Nein, die Axt brauche ich nicht. Ich behalte erstmal dieses Zweihänder. Bis ich bessere Nahkampfwaffen habe. Oder wenn er Verlust habt zu tauschen. Ich glaube, diesen Gürtel behalt die erhöhte Reflexe. Zauberungsfeld. Na, diesen Gürtel verkaufe ich. Knochenkrieger. Ha! Bloß nicht auf den Schalter treten. Oh Gott! Nein! Oh mein Gott! Kann nicht! Kann er schießen oder wie? Was zum? Ich könnte jetzt einen Trank verkaufen. Der fängt schon das Skelett an zu schießen. Hätte mir ja sowas von gebracht. Also irgendwie glaube ich, mir fehlt ein Level up. Es könnte sich so als Problem herausstellen. Ein weiterer Gegenstand. Ich komme ja nicht, komm weiter. Ganz langsam. Hier ist noch ein Schalter. Da, dieses Leben wird mir glaube ich ein bisschen nerven. Und was bewegt der Schalter? Ach, tot. Ah, okay. Schön zu wissen. Der Schalter bringt Tod. Das muss ich mir schön merken. Also drehe ich jetzt nicht drauf. Schön vorsichtig vor irgendwelchen toten Leuten. Tote ganz böse. Tote Menschen ganz, ganz böse. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Komm, komm. Alter Schwede. Alter Puffalter. Bitte nicht tot. Oh. Sag mal. Das kann doch nicht sein, dass jeder Schalter tot bedeutet. Die eine hat uns gerade eine Kiste ausgespuckt. Na. So. Also nochmal. Also jetzt nicht nochmal drauflatschen. Ganz langsam und vorsichtig. Gegen das nächste Skelett werden wohl. Ja, Knochenkrieger. Knochenkrieger, Mann. Der ignoriert uns schön. Da müssen wir von hinten anschleichen und dann so voll hinterrücks. Und zurück. Ich könnte jetzt oh mein Gott. Ich kann nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich sauf mir einfach so einen Trank, ey. Hier begrenzte Heilung, ja. So sehe ich aus. Hier sehr geringe Heilung. Also ich will jetzt nicht wegen jedem Depp mir sterben. So. Ja, genau. Dahin muss ich hin. Nein, da muss ich nicht hin. Schick Knochenmagier. Aber jetzt! Alter, willst du mich verarschen? Und das und das und das, komm! Meine Fresse! Ich fühle mich gar nicht gut! Das gibt's doch nicht, ey! Wow, ey Gott! Dann schlau. Sauf ich ja noch einen Trank! Sag mal hier.
Welche Schwierigkeit ist denn das? Ich verrecke ja fast wegen jedes Typen hier. Sag mal, ey, das hängt ja ein bisschen. Gameplay. Normal. Ach. Was habe ich hier für Obst, Gemüse? Ich hätte das ganze Zeug einsammeln sollen. Birnen. Nein. So. Jetzt möchte ich alle. Alter, verreck auch einfach, du Stück Scheiße. Nonschalter. Ey, ich wäre so dankbar, wenn sie anstatt mich zu töten, mich heilen würden. Oh nein. Kann ich schon wieder laden. Die Schalter könnten mal mich heilen und nicht umbringen. Also, boah. Vielleicht darf ich einfach nicht drauf treten, aber die ein Schalter eine Kiste gebracht. Ich kann einfach nicht jeden Kack zurücklassen. Was sind das denn jetzt? Ein Bug oder wie? Oh, das ist ein Schild. Vielleicht ein Kampfschild. So. Das nervt jetzt ein bisschen da unten. Deswegen bei mir schnelles Speichern. Oh Gott, ey, ich bin ja so weit gekommen. Sag mal. Mal sehen, vielleicht kann ich das ja gleich mal wegmachen. Was war dieser Schalter? War der tot? So. Aha, jetzt ist weg. Na gut, das ist weg. Dann nehme ich halt dieses bisschen Leben in Kauf. Oh Gott, bei der nächsten Party lasse ich mich jetzt mal hier voll normal regenerieren, ohne Tränke zu verschwenden. Ey, das ist ja furchtbar. Da hinten läuft ja schon wieder was. Nimm das. Ey, furchtbar. Und ich muss schon wieder speichern. Jeder Gegner bedeutet mein Tod. Was habe ich gerade? Ey, das Stufe 5. Den packe ich. Der hat Erfahrung gegeben, hat sich doch gelohnt. Ich kann nicht. Und hier so ein Eisenflammenschwert. Und nochmal speichern. Weil ich ja so gut kann. Ja, wenig nichts Übertriebenes. Oh Gott, das sieht so gruselig aus. Oh nein, Knochen. Knochenman. Nimm das. Das war Highspeed. Zurückschlagen. Alter Schwede, ey, seht doch mal an. 1, 2 HP. Oh mein Gott. Gott, das ist krank. Und ich bin zu stur, einen Heilsaft zu nehmen. Ja. Hier ist dann noch so ein Ding. Ein Bogen. Was soll ich mit dem Kack hier? Was war das denn? Ah, ich bin wieder ganz am Anfang. Naja, gut. Habe ich Zeit, mich zu regenerieren. Alter, wie hoch springe ich denn hier? Oh, gut, hier ist noch so ein Ding. Fettfahr. Da teleportiert mich das Ding einfach zurück. Aber irgendwie bin ich auch ein bisschen dankbar. Ja, ich regeneriere mich jetzt ein bisschen. So, dass ich nicht so viel Tränke nehmen muss und mich immer beschweren muss. Da oben ist eine Kiste. Nein! Ich laufe nur auf den Scheiß drauf. Oh, der lebt noch. Dann laufe ich so zurück. Oh Gott. Oh, die Zeit ist um. Ich werde mal sagen, ich öffne die Kiste und warte, bis ich 100% vollgeladen habe. Oder ich öffne jetzt einfach die Kiste. Ich bin irgendwie zu weit, oder?
Wo ist denn diese Kiste? Ach, da oben. Wie komme ich da hoch? Achso. Problem gelöst. Was ist darin? Geld. Ja, ich würde mal sagen, ich warte, bis ich auf voll geheilt bin. Ansonsten gehe ich nicht weiter und sage jetzt schon mal Tschüss.